der in bester Besetzung spielt, so wie beim letzten Punktespiel gegen die Sepp Maier und Beckenbauer, da haben wir gleich die beiden aktuellen Nationalspieler des FC Bayern. Leicht haben sich mit den Platzverhältnissen vertraut zu machen. Der Platz ist heute Mittag erst geräumt worden vom Schnee, der in den letzten Tagen noch einmal über München niedergegangen ist. Und nun zieht Frost an. Der Boden ist schon leicht angefroren. Links außen Brenninger. Beckenbauer. Über dem Hinspiel von vor einem Monat in Valencia in zwei Positionen geändert hat. Auch der FC Bayern ist umgebaut. Beckenbauer, erster Ausflug mit nach vorn. Oh, ein Poli zu Waldo. Oh. Beckenbauer. Waldo. Sehr gut gemacht von Franz Beckenbauer in München. Beckenbauer. Konkurrenz des FC Bayern, das war Radenkovic und das war rechts außen Freddy Heiß. Villa, der Schütze des 1:0 im Hinspiel. Das war damals genauso überraschend wie das 1:0 des FC Bayern in diesem Spiel. Der FC Valencia gilt ja als eine Mannschaft, die schnell startet, die gefährlich. Ja, das war Franz Beckenbauer, so wie ihn kennt, und jetzt geht er mit. Kuhlmann. Und da kommt Beckenbauer noch einmal. Etwas. Schwarzenbeck und Beckenbauer. Sie machen dem jungen Talent am rechten Flügel Mut bei seinem Versuch eben aufs Tor zu schießen. Sie wollen eine Wiederholung. Sie machen das sehr bedächtig, Schwarzenbeck und Beckenbauer. Oh, Tatono. Ganz klarer Fall für Franz Beckenbauer. Müller, Ohlhauser. Ja. Waldo und Clara Mund. Endstation Mestre, der Libero. Er versucht es einmal einen Weg zu finden. Aber die Bilder gleichen sich ins natürlich Freistoß, wenn man den Gegner festhält. Kombinationsmethode zu finden. Und das ist bei diesen Bodenverhältnissen nicht das Richtige. So was ist besser, was Franz Beckenbauer hier andeutet. Wieder leichtes Foul des linken Verteidigers. Minute gespielt, immer noch 1:0 für den FC Bayern und das Spiel hat verständlicherweise etwas nachgelassen, da die Spanier nicht in der Lage sind,
die Bayern-Abwehr auszuspielen, oder sollten sie es doch tun? Nein. Haben. Beckenbauer. Ganz gemächlich, lässig, aber dann im entscheidenden Moment häufiger beschäftigt werden. Auf. Der FC Bayern muss aufpassen. Er darf nicht. Beckenbauer kommt mit. Ja, selbst bei Franz Beckenbauer, da gibt es immer wieder leichte Fehlpässe. Solche Fehler gemacht werden. Beckenbauer. Wenninger, Beckenbauer. Und da wird ein Zuschauer ist es vom Platz getragen. Ich weiß natürlich nicht, was er hat. Aber in diesem Falle hätte er durchaus Elfmeter geben können, um nicht zu sagen, Elfmeter geben müssen. Rechts außen Jung war 6 Minuten vor Spielende gelegt worden, Bayern München. Die Pfiffe richten sich gegen ihn, gegen einen Mann, und das wollen wir nicht vergessen, der bisher ausgezeichnete Spanier durchaus richtig entschieden. Nerven behalten, wie sehr. Ein gekämpft von Brenninger, aber aufpassen, er ist umgeben von 2 Spaniern im eigenen Strafraum. Beckenbauer und Kupferschmidt, die besorgen den Rest. Nach meiner Uhr dürfte das Spiel gleich zu Ende sein. Vielleicht lässt der englische Schiedsrichter ein paar Sekunden nachspielen. Schwarzenberg zu leichtsinnig gegen Poli. Mit 1:0 schaltet der deutsche Pokalsieger und der Europapokalverteidiger der FC Bayern München.